So, hier könnt ihr jetzt sehen, wie das Licht gesetzt ist und ja, man muss mal richtig einstellen und hinstellen. Das sind jetzt, ja, wie der Vater schon sagt, das sind schon ein bisschen andere als die, die gedacht waren, aber das wird so gehen. Der ist auf jeden Fall cool. Ja, das Licht, das ist oftmals hier mit den Kabeln, kommst du nicht weit hin, aber hier hast du halt die Möglichkeit, die Farbtemperatur und die Helligkeit zu steuern. Genau, richtig. Hast du ein bisschen Strom da? Kannst du schon was drauf geben? Ja, der ist an. Den kannst du an der Seite anmachen. Ah ja. Das ist die Helligkeit und der andere ist die Farbe. Ja, genau. Also grundsätzlich ist es so, würde ich empfehlen, immer mit Kaltweiß, also sprich mit 5500 bis 5300. In dem Bereich des Tageslichts schimpft sich das. Ja. Weil dann hast du jetzt ebenfalls am wenigsten Problem mit der Laterne, mit den Lampen oben. Mhm. Wenn die Lampen drin sind, wirst du wahrscheinlich auf kälter gehen müssen, um weiß, um gleich Weiß zu kriegen. Weil der hier hat nur Weiß, die Dinger. Mhm. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich rausgesucht habe. Weiß ich auch nicht. Gucken, ich schreibe das nochmal drunter. Ich weiß nicht, wenn ich den hier anmache. Jo, das ist natürlich schön. Das sieht gut aus, aber du hast natürlich irrsinnig viel Schatten. Richtig. So, das heißt, normalerweise klassisch hast du, komm mal her, ins Licht, klassisch hast du eigentlich eine Dreipunktbeleuchtung. Bei Personen zum Beispiel hast du immer einen, der so halb von vorne, entweder von hier oder von hier, meistens ein bisschen höher runterkommt. Ja. Dann hast du einen von der Seite, der dann diesen Schatten ein bisschen weicher macht oder ein bisschen weniger von macht. Ja. Und du hast von hinten einen, der also das Kopf, so auf den Kopf drauf, Leute, kennst du vielleicht von Interviews, das ist dafür gedacht, dass die Person sich von Hintergrund abhebt. Ja. Also sonst hast du, denkst du, der ist in der Wand reingeklatscht. Wenn von hinten so ein bisschen Schein oben auf die Haare kommt, das ist klassisch Dreipunkt. Und hier bei den Dingen musst du halt in Ansatzweise was Ähnliches erzeugen. Das heißt, du brauchst einen, siehst du ja hier schon, also gut, wenn die jetzt alle anders sind. Ja, das kommen wir jetzt alle von einer Seite. Das ja, ist genau. Ja. Das heißt, du hast einen, weil du kannst mit dem Weiß auch als Reflexion arbeiten, also würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass du hier ein bisschen Schatten ja haben musst. Dass du halt einen hast, der von hier eigentlich eher auch Richtung Schatten geht, gar nicht Richtung Fahrzeug. Kannst du aber je nachdem auch mal beim Drehen umstellen, es sei denn, du willst immer drum rumlaufen. Dann würde ich halt einen auch so schräg so hier, ne, von vorne, der Fahrtrichtung, weil das halt auch das ist, wo du dann wahrscheinlich auch stehen wirst hier, wo dann halt hier Ansage machst, Moderation. Du bist zu sehen, du hast den von da. Und einer wäre halt eben wichtig, dass der von hinten, also hier irgendwo rüberkommt. Und ihr habt halt ein bisschen größer, ne? Wenn du jetzt im Zwei-Zimmer-Wohnung oder Ein-Zimmer-Wohnung bist mit vier, boah, da hast du ja schon Licht ohne Ende und du kannst alles super gut aufnehmen. Aber du siehst ja die Stelle schon. Ja, das Licht geht ja auch quasi im Raum verloren. Das ist ja. Ja, ja, genau, weil die auch sehr breit sind. Ja, kommt auch noch dazu. Du hast den Vorteil, ihr habt es weiß gemacht, die Wände, also reflektiert ein bisschen. Und das ist der Vorteil, du kannst mit den Dingern natürlich auch noch ein Stückchen näher rangehen. Du musst ja gar nicht so weit weg sein, weil das ist nur so, das hat man jetzt so gemacht, weil das gut aussieht und weil das auch schick aussieht. Aber du kannst ja hinterher so nah ran, dass du in der Lage bist, hier noch durchzulaufen. Ja. Mehr musst du ja gar nicht. Aber dann werfe ich doch theoretisch, wenn ich laufe, ja, Schatten, oder nicht? Ja, ja. Das ist so. Dann musst du, da kann man dann aber nichts so vorhalten, oder? Ja. So vorhalten und da kannst du nichts mehr machen, das sieht man halt eben. Ja. Aber ja, gut, das ist ja grundsätzlich mit den Spots nah ran, du wirst halt nicht drum kommen, dir einen Rhythmus zuzulegen, weil du kannst nicht in einem rum, weil sonst hast du immer einen Scheinwerfer hinten drin. War da nicht noch ein Loser bei, ein kleiner irgendwie? Ein Dosa? Nee, also hatte ich gedacht, das ist irgendwie so drin im Fahrzeug, den man eben so ein Fahrzeug schreiben kann. Ich habe mir schon gedacht, dass du das meintest. Boah, das ist hell. Er meinte, dass das die Innenraumleuchte ist. Ach so, nee, weil ich dachte, so ein kleiner, den man eben so reinhalten kann, um genau. Von innen das zu leuchten. Ja. Weil so musst du dann halt jedes Mal mit dem Stativ rumhantieren. Mhm. Das ist nicht so glücklich. Also würde ich auf jeden Fall noch zulegen. Das ist so ein kleines Ding, kommt ein Akku dran, da brauchst du kein Netzteil und nichts, weil das ist zu lange. Ja. Dass du nur mal eben, eine hältst Kamera, andererseits hältst du die Lampe und dann kannst du eben die Detailaufnahmen drin machen. Das macht Sinn. Was du sowieso nie brauchst, eigentlich ist oben den Himmel. Es sei denn, da ist irgendwas Besonderes drin, ein Aufkleber oder sonst was. Ja. Also das sind so vom Licht her, du siehst schon, also das ist jetzt zwar mit den dreien, kannst du so theoretisch auch erstmal lassen. Was du auf den Fotos vielleicht schon gesehen hast, die du gemacht hast, du hast natürlich jetzt so aufgenommen, fotografiert, dass immer unten sehr dunkel ist. Okay. Ne, musst du auf den Fotos mal drauf achten, ja. Weil die Fahrzeuge sind ja auch meistens unten der ganze schwarze Teil mit Reifen, mit allem. Richtig. Also kannst du durchaus drüber nachdenken, ob du den einen, den du jetzt so hinten, ob du den nicht vielleicht viel tiefer setzt. Ja. Ja, das ist im Prinzip alles. Mehr muss nicht, dann kannst du, wenn das Gimbal da ist, anfangen zu testen und zu machen und dann. Bin ich gespannt mit den Videos.